Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen auf dem Durstexpress. Heute gibt es mal wieder eine Verkostung und zwar kommen wir heute mal zu der Lux Mate. Die Lux Mate kommt aus Berlin und man könnte vielleicht auch sogar behaupten, ist es eine Luxus Mate oder ist es nur ein Trend? Hier wird geschickt wieder mal so ein bisschen mit Sachen oder mit Namen gespielt. Wenn man sich die Flasche hier etwas genauer ansieht, dann sieht man hier oben zum Beispiel schwarzes Etikett. Hier oben ein kleiner Kopf vom Lux abgebildet. Hier unten auch nochmal Lux Mate. Und man will unbedingt hier so ein bisschen mit was anderem herausstechen, gar nicht so die klassische Mate, sondern eben halt die Lux Mate. Was Besonderes, Animalisches, auf der Hut, vielleicht wild ein bisschen. Und ich muss dazu sagen, so im ersten Moment, die Optik der Flasche ist jetzt nicht unbedingt so der Knaller. Was mich auch so ein bisschen stört, ist, dass die ganze Sache hier alles so ein bisschen trüb ist. Also man könnte jetzt davon ausgehen, dass es jetzt ein natürliches Produkt ist, was unfiltriert ist. Unten am Boden sieht man hier auch so leichte. Ja, so einen leichten Absatz. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwelche Stoffe sind, die sich jetzt abgesetzt haben, jetzt, was weiß ich, von der Zitronensäure oder sonstigem. Kommen wir aber vielleicht noch gleich später dazu. Ansonsten, wie gesagt, 0,33 Milliliter Flasche. Die Flasche kostet im Handel, also ich habe sie jetzt bei Rewe geholt, kostet im Schnitt so um die 90 Cent, manchmal auch 1 Euro, je nachdem, wo man sie kauft. Ansonsten oben schwarzer Kronkorken, schwarzes Etikett, eigentlich minimalistisch gehalten. Ich muss dazu sagen, so im ersten Moment, spricht mich das Design jetzt nicht so mega krass an. War eigentlich auch nur die pure Neugier gewesen. Was ist das beispielsweise? Wie schmeckt das? Und deswegen habe ich es eigentlich mehr oder weniger gekauft. So, ansonsten hinten drauf steht koffeinhaltiges Mate-Getränk mit Minze und Zitronenmelisse. Ist was ganz Neues. Normalerweise, die meisten Mate-Tees sind eben halt mit Mate-Extrakt und werden dann mit meistens noch ein bisschen mit Zucker angereichert und Zitronensäure, weil der pure Mate-Geschmack ist eigentlich doch sehr kräftig. Kommt nicht hier damit klar und deswegen wird das meistens das mit Zitronensäure und Zucker angereichert. Hier in dem Fall jetzt, wie gesagt, nochmal mit Minze und Zitronenmelisse. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und was man hier zum Beispiel auch ganz neu hat, oder was heißt nicht ganz so neu, hier hat man wirklich einen erhöhten Koffeingehalt und zwar 32 Milligramm pro 100 Milliliter. Das ist wirklich das Maximale, was man an Koffein an Getränken zusetzen darf, künstlich. Und wie gesagt, damit ist eigentlich die Lux Mate schon so wirklich das absolute mega krasse Highlight, was Koffein betrifft. Sonst normalerweise Energy-Getränke auch so um die 32 Milligramm. Aber wie gesagt, da kennt man es nur von den Energy-Getränken. Ein Mate-Tee mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter ist schon ziemlich krass. Die einzige Mate, die noch in diese Richtung mitgeht, ist zum Beispiel die Mate Mate von Thomas Henry. Die hat zum Beispiel 30 Milligramm pro 100 Milliliter. Und die normale Club Mate, die eigentlich jeder kennt, die hat um die 20 Milligramm. Also da kann man schon mal sehen, wie hoch der Unterschied ist. Ist es jetzt ein Energy-Getränk oder noch ein Mate-Tee? Also da stellt sich jetzt wirklich schon die Frage, geht es in Richtung Energy oder nicht? Ich bin der Meinung, bei Energy-Getränken ist, wie gesagt, erhöhter Koffeingehalt, sehr hoher Zucker. Zusätzlich ist am meisten das dann eben halt noch Taurin mit dabei. Und ich denke mal, so sind die Energy-Getränke für sich. Die Energy-Getränke, ich bin der Meinung, das ist noch ein Mate-Tee eben halt mit einem erhöhten Koffeingehalt. Das denke ich mal, kann man wie gesagt so noch als Mate-Getränk noch gelten lassen. Wir machen sie mal auf. Ich bin gespannt, wie sie schmeckt und wie sie riecht und so weiter. Wie gesagt, jetzt kommt erstmal der erste Geschmackseindruck. Okay, sie schäumt, sie schäumt, sie schäumt. Starke Kohlensäure im ersten Moment. Also, wenn man dran riecht, riecht nicht nach einer typischen Club Mate. Club Mate, wie gesagt, riecht man diesen Mate-Extrakt, diesen Mate-Tee schon raus. Riecht man jetzt hier an der Flasche, riecht man sofort Minze. Wie gesagt, Minze ist ja zugesetzt und ja, halt Minze. Ich habe in einem anderen Video beispielsweise auch gehört, dass derjenige, welche der das vorgestellt hat, gesagt hat, es riecht nach Zahnpasta. Also ich bin der Meinung, mein Verständnis von Zahnpasta ist doch ein ganz anderes. Es riecht nach, ich sag mal nach Minze, aber nicht unbedingt nach Zahnpasta. Man kann unterschwellig noch ganz leicht auch ein bisschen Zitrone riechen, jetzt wobei ich nicht weiß, ob es die Zitronenmelisse ist oder die Zitronensäure, die beigesetzt ist. Kann ich so, wie gesagt, nicht herausriechen, aber ich würde sagen, wie gesagt, Minze und Zitronenmelisse definitiv kann man rausriechen. So, dann probieren wir einfach mal einen großen Schluck, mal sehen, wie es schmeckt. Also ich muss erst mal sagen, nicht schlecht. Also ich muss dazu sagen, schmeckt besser, als ich erst im ersten Moment dachte. Also die Kohlensäure ist,
ich sag mal, ausgewogen, schäumt wirklich sehr stark auf der Zunge noch mit nach. Dann komischerweise muss ich dazu sagen, hat man nicht diesen starken, penetranten Mate-Geschmack, wie man es bei der Club Mate hat, sondern die Mate ist hier wirklich ganz leicht im Hintergrund. Als erstes hat man einen großen Auftakt von der Minze, die ist wirklich im Vordergrund, leicht die Zitrone im Hintergrund. Und dann, wenn man so im Nachhinein noch ein bisschen nachschmeckt, mir läuft immer noch der Geschmack im Mund noch ein bisschen nach. Und wie gesagt, und wenn man dann diesen Abgang hat, da schmeckt man so ganz leicht die Mate nach. Also ich muss dazu sagen, für ein Mate-Getränk wirklich sehr, 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 sehr lecker. Also wirklich auch sehr empfehlenswert. Ich muss dazu sagen, die meisten Mate-Getränke sind entweder zu herb durch diesen hohen Mate-Geschmack oder wiederum zu süß. Und dann eben halt so ein bisschen monoton, weil eigentlich gehen sie fast immer in die identische Richtung. So, und hier gerade mit dieser Minze ist mal was komplett anderes. Der Mate-Geschmack ist nicht so penetrant, es ist nicht zu süß. Und die Zitrone, die im Hintergrund noch so ein bisschen ist, die ist eben halt nicht zu bitter, sondern es geht, wie gesagt, so schön richtig gut ineinander. Die Minze mit der Zitrone und mit der Mate, ich bin erstaunt. Also ich muss dazu sagen, schmeckt wirklich, wirklich, wirklich echt lecker. Mein Fazit: kaufen, 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 kaufen oder testen, testen, testen. Die ja, Lux Mate, die ist wie gesagt außergewöhnlich mit dem Minzegeschmack, mit der Zitronenmelisse zusammen. Und dem Mate-Tee ist es wirklich eine ganz tolle, erfrischende Komposition. Und wie gesagt, geht einfach mal zu Rewe, kauft euch einfach mal eine Flasche, kostet so um die 90 Cent. Ansonsten, ja, wenn du sie probiert hast, schreib mal unten in die Kommentare, wie du sie findest. Das war es wieder von mir gewesen. Bis zum nächsten Video. Euer Mirko Drescher. Bis dann. Ciao, ciao.